NRW wie Nordrhein-Westfalen. Genau, Progress. E-R-O-G-R. Genau. Und wenn Sie jetzt bei Tesla anfragen würden, könnten Sie Ihnen das Auto genau für den gleichen Preis verkaufen. Hier sorgen für Förderung. Gerne. Darauf gehen wir als erstes ein, aufs Feedback, genau, in der Top 10 Geschichte. Jo. Und ziehen die kompletten 10 durch, oder? Will ich sagen, ja. Ne? Ja. Okay, da muss irgendwer grob im Überblick behalten, ja, wann wir bei 10 angelangt sind oder so. Das ist nicht schlecht. Wirst du auf jeden Fall rausgeschickt. Du drehst schon, oder? Ich drehe richtig. Ja, moin. Ach so, ja, okay, alles klar. Cool. Hat gut geklappt. Herzlich willkommen im neuen Video. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Erstmal noch vielen Dank für den Support auf den anderen beiden Videos, für die Klicks und die nice Comments. Heute im Video wollen wir mal drüber sprechen, was sind die Top Features vom Model 3, was haben wir uns so vorgestellt, was haben wir herausgefunden. Also eine kleine Top 10, da wird es um Reichweite gehen, Ladezeiten, werden über einen Autopiloten sprechen, Features wie so ein Keyless Entry, der jetzt neu gekommen ist mit dem Model 3. Und ja, wie gesagt, schaut es euch an und bildet euch eine eigene Meinung. Als erstes fangen wir mit der Reichweite an, würde ich sagen. Da haben wir festgestellt, dass wir so bei 120 km/h eine Reichweite, wenn wir 120 km/h jetzt einfach mal als Durchschnittsgeschwindigkeit nehmen, eine Reichweite von so circa 450 km/h haben. Was echt weit ist, also wenn man überlegt. War falsch. Oder? 450 km/h, Model 3 wäre schon nice. The prophecy is true. Also bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 120 km/h liegt die Reichweite bei so circa 450 Kilometern, was ich schon ultra stabil dafür finde, dass das sehr vergleichlich mit der großen Batterie vom Model S ist. Wenn wir dann schneller fahren, so die circa 150 Kilometer Durchschnittsgeschwindigkeit, dann liegt die Reichweite so bei 315 Kilometer. Das ist auch extrem zufriedenstellend und spiegelt den hohen Standard von Tesla wieder. Was wir noch herausfinden wollen, ist dann natürlich, also wenn man genauso weit kommt wie mit einem Model S mit der 100 kW Batterie, wie ist der Vergleich zum Laden? Weil wir kennen das aus Erfahrung, dass so ein Model S mit der großen Batterie am Supercharger länger mit mehr Saft lädt als einen S75 jetzt zum Beispiel. Da ist auch einer unserer Abonnenten drauf eingegangen, werden wir auf jeden Fall noch was zu machen. Ist das Model 3 dann auch schneller wieder vollgeladen, wenn wir das gleiche an Kilometern damit schaffen? Ich denke, das könnte interessant sein für euch. Gehen wir aufs nächste Thema ein, der Autopilot. Das ist einfach ein sich ständig wechselndes Thema, weil Tesla über diese kostenlosen Software-Updates den Autopilot immer updatet und der damit einfach ständig andere Features aufweist. Jetzt als letztes wurde vorgestellt, dass bald Ampeln zu erkennen sind und er quasi auch eine Kreuzungserkennung hat und man damit dann wesentlich besser im städtischen Verkehr fahren kann. Und sowas kommt immer peu à peu geupdatet. Das heißt, was das angeht, halten wir euch auch auf dem Laufenden und machen da einfach immer ein paar Update-Videos. Was anders ist beim Model 3 als beim Model S und X ist das Keyless Entry Feature. Haben alle drei Modelle, aber beim Model 3 ist es so, dass du quasi dein Handy mit dem Auto verknüpfst und es dann als vollständiger Schlüssel agiert. Also du hast das Handy einfach nur in der Tasche, gehst aufs Auto zu, dann ist das Auto aufschließbar, setzt dich rein, drückst die Bremse, dann kannst du mit dem Auto fahren. Und das ist vor bei den anderen Modellen oder ist immer noch bei den anderen Modellen nicht so. Da ist es halt so, dass du aufs Handy zugreifen musst und da auf der App quasi das Auto entriegeln und starten musst. Ja. Kleines Problem, was damals dann ab und zu mal mit sich kam, ist, das Handy halt eine eigene SIM-Karte hat, das mit dem Internet verbunden ist und wenn man dann in Bereiche fährt, wo die Verbindung schlecht ist oder man gar kein Netz hat oder so, hat man das schon mal gehabt, dass man aufs Auto nicht zugreifen konnte, wie das halt ist, wenn keine Internetverbindung besteht, dann ist das nun mal so. Bei Model 3 funktioniert das jetzt über Bluetooth, sprich es läuft über Annäherung, da braucht man keinen Internetzugriff. Ich kann euch auch gerne einmal so einen Schlüssel zeigen vom Model 3. Sieht eigentlich ganz cool aus. Ja, aber vielleicht besser nicht immer mit dabei zu haben. Den Kopf nehmen wir mal nicht. Ne? Kannst du auch. Dann muss ich dich nur umbringen. Okay, lassen wir das mal lieber heute. Heute ist zu früh, glaube ich, dafür. So, genau. Das hier ist so ein Model 3 Schlüssel. Ist eigentlich wie so eine Checkcard, wie man die kennt. Hier ist einmal dargestellt, wie man das Auto entriegelt. Sprich, wir halten das Ganze auf die B-Säule auf der Fahrerseite, dann wird das entriegelt. Ist vielleicht, wenn man das im Portemonnaie hat, relativ lästig ab und zu rauszuholen, wenn man jetzt irgendwie die Hände voll hat oder sowas. Da ist die Geschichte mit dem Handy schon besser. Hier gibt es kein Safe. Warte, für welches Model 3 war der Schlüssel? Keine Ahnung. Ja, dann machen wir es einfach mit dem Handy. Ich hab so viel verbunden.
Okay, alles klar. Dann lass uns gleich mal eben einmal den Infotainment-Display anschauen. Der ist, würde ich sagen, auch was den Konkurrenzvergleich angeht, einfach der beste. Aber auch, finde ich jetzt mittlerweile unter den Modellen S, X und 3, sieht, finde ich, am futuristischen aus. Die Software ist aber auf allen drei Modellen gleich. Auch da wird immer ein Update gefahren. Ist man auf dem neuesten Stand. Dann lass es mal einmal. Ja, auf jeden Fall. Hast du auf deiner App Input? Ich hab schon. So lädt der ganze Spaß. Fahrzeug wechseln. Und dann dürfte das blaue das Model 3 hier sein. Nur das Weiße, ne? Ach ja, da drüben ist auch noch das Weiße. Du hast ja vollkommen recht. Ganz oben. Das sind Yu-Gi-Oh! Karten einfach. Welche Yu-Gi-Oh! Karte wird heute ausgespielt? Sammelkartenspiel auf jeden Fall. Also auf jeden Fall sieht man jetzt hier Handyschlüssel verbunden. Das hat man bei den anderen Modellen noch nicht. Kann halt auch Klima und Fahrzeugeinstellung ändern. Den Ladestatus abchecken und natürlich auch gucken, wo sich das Auto gerade befindet. Ist ganz geil, dann kann diebstahltechnisch nicht mehr so viel schießen. Ja. Wir checken jetzt den Infotainment-Display. Jetzt haben wir auf der Wiese drin gesessen. Man kann hier auch immer die Satellitenansicht reinhauen, aber irgendwie finde ich, es sieht geiler aus, wenn das Ganze so ein bisschen cleaner. Einfach die Refresh Rate vom Display, also hier funktioniert alles ultra krass flüssig, egal was man hier dran macht, welches Menü man aufpoppt und wie viele davon, ob man jetzt hier seine Musik abcheckt und man kann mehrere Sachen gleichzeitig laufen lassen. Das Ganze ist von einer Funktionalität her einfach vollständig iPad oder iPhone-like. Man hat selbst hier diese Striche wie beim neuen iPhone 10 bzw. bei der neuen Software, dass man einfach hoch und runter ziehen kann oder auch ganz wegmachen kann. Einfach. Und es hat aber nichts damit zu tun, dass das Ganze hier von Apple wäre. Das ist auch einfach nur. Das ist auch einfach nur Linux-Basis. Genau darauf wird auch iOS, ne, von Apple programmiert, aber das selber ist jetzt nicht iOS. Also Tesla programmiert das selbst und hat das, finde ich, ultra intuitiv gemacht. Und dann sieht die ganze Chose hier auch noch sexy aus. Das hat er mit meinem Bildschirm ausgemacht. Drück mal zweimal. Ich finde hier die Animation, finde ich, auch sehr. Nice. Und ihr? Ja, auf jeden Fall. Schick, geiles Ding. Wie geht das, dass man das teilt? Ich habe das irgendwie mal geteilt gesehen, die Luftströme. Also du meinst, ach, die Luftströme? Ja, die kannst du irgendwie teilen. Ja, aber ich glaube, du musst von, mach mal Auto aus. Also nicht das Auto. Ne? Ich mach mal oben und unten auch an. Sind das quasi gesplittet? Ja, genau, wird, richtig. Mit zwei Fingern oder so? Boah. Also, das ist ja komplett. Intuitiv! Freunde, das kann er. Gerade das mal, wer das programmiert hat. Also. Gerade noch hier über iPhone und iPad gesprochen und er macht uns hier einen vor. Ey. Dann aber zum nächsten Feature, über das wir noch nicht gesprochen haben. Da können die Jungs vielleicht gerade von ihrem Blickwinkel aus noch besser drüber sprechen. Und zwar das Panoramic Roof hier. Panoramic Roof. Ich würde sagen, das schon echt so industriemäßig eins der krassesten ist. Jo, auf jeden Fall. Weil wenn wirklich Sonne drauf strahlt und sowas, dann sieht das wirklich cool aus. Wir haben sehr viel Licht hier im Auto, was mit der weißen Innenausstattung natürlich nochmal extra gut kommt. Hat einen ähnlichen Effekt, wie man das vom Schiebedach hat. Viele Leute sagen, ja, muss ein Schiebedach dabei haben, bin ich auch gerne mit dabei. Ich bin auch so ein Schiebedachfahrer, aber dadurch, dass hier wirklich so viel Licht reinkommt, hat man eigentlich einen ähnlichen Effekt. Es ist jetzt so, das ist für uns mit der Fahrstuhlgeschichte hier, mit dem Autofahrstuhl, voll nützlich, weil du kannst jetzt, wenn du die Spiegel einfährst, festlegen, dass er das ortsbezogen, also GPS-bezogen speichern soll. Das heißt, jedes Mal, wenn wir hier wieder auf den Hof fahren und das Auto hochfahren wollen, hier ins erste OG, dann fährt er die Spiegel schon automatisch ein, bevor wir überhaupt irgendwas gemacht haben. In der Waschanlage ist das super hilfreich. Und das ist schon echt cool. Wie so ein mitdenkendes Handy, ne? Ja, auf jeden Fall. Das wird immer krasser. Dem Spurwechseln und dem Überholen ist jetzt mittlerweile auch einfach drastischer mittlerweile geupdatet worden. Also der macht es halt einfach ein bisschen schneller. Vorher hast du den Blinker gesetzt, während du den Autopiloten anhast. Und dann hat es immer noch ewig gedauert, bis er auf die Spur rübergezogen ist und so weiter. Also konstant wird hier geupdatet und das finde ich am geilsten. Rotwinkelwarnung ist mittlerweile mit dabei, weil im letzten Autopilot-Update, sprich, sobald du, also auch wenn du nicht im Autopiloten bist, wird dir anstatt des Fahrzeugs da vorne, kannst du vielleicht einmal filmen, wird dir ein fahrendes Fahrzeug mit deinem Umfeld angezeigt, mit anderen Fahrzeugen, Zweirädern etc. Und sobald du jetzt den Blinker betätigst und jemand hinter dir im toten Winkel ist, so gesagt, dann kannst du das visuell darstellen. Dann wird die Linie, die er sieht, also der Fahrstreifen, einfach rot an der Stelle. Du kannst das auch noch über Ton machen, dass er dann noch ein paar Töne macht. Und halt umso näher das Fahrzeug ist, umso roter ist die Linie. Das einfach so als Totwinkelhilfe, die wir jetzt nicht zum Beispiel im Spiegel haben. Viele fangen mit dem Spiegel an oder haben den Spiegel schon lange. Wir hoffen ja, dass der Spiegel sich irgendwann erübrigt. Ja, genau. Bei Audi hat es ja schon geklappt.
anscheinend wird demnächst per Kamera spiegeltechnisch gesteuert. Ganz wichtig ist auch bei unserem ersten Fakt, den wir vorhin erwähnt haben, mit der Reichweite. Durchschnittsgeschwindigkeiten von 120 km/h oder von 150 km/h sind extrem schwierig zu erreichen. Auch wenn man immer denkt, dass das naheliegend ist, auf der Autobahn schafft man es so gut wie gar nicht, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 150 km/h zu halten. Von daher, diese 315 km Reichweite sind genau darauf gepinnt, aber es ist nahezu unmöglich, das zu machen. 120 km/h schon eher, aber da muss man auch schon ziemlich mit Messern zwischen den Zähnen fahren, weil man zwischendurch einfach viel zu viele Bereiche hat, in denen man dann 70 fahren muss, weil stockender Verkehr ist, Stau ist oder irgendwelche Baustellen. Und das wirkt sich auch wieder dann positiv auf die Reichweite aus. Also ganz wichtig nochmal da, Durchschnittsgeschwindigkeit von 120 oder 150 ist schon ziemlich stramm. Ja, da können wir auch nochmal auf das nächste Feature zu sprechen kommen. Das wäre zum Beispiel das One-Pedal-Driving. Sprich, wir fahren hier in so einem Tesla gerade im Stadtverkehr fast nur mit einem Pedal, dadurch, dass wir halt rekuperieren, sobald wir vom Gas runtergehen. Relativ komfortabel, die Bremsen werden nicht so belastet. Ich mag es total, weil man, wie gesagt, man muss immer nur einen Fuß bewegen, man muss nicht andauernd wechseln. Die Felgen werden nicht so dreckig. Also auch ein sehr cooles Feature. Was haben wir als nächstes? Können wir gerne mal über den Kofferraum sprechen, der bei Tesla eigentlich auch ein ganz schönes Wunder ist. Wir haben vorn und hinten Kofferraum. Genau, ich würde sagen, wir steigen einfach mal aus, schauen uns das an. Hier sieht man jetzt auf jeden Fall mehr als beim letzten Mal. Bricht dir nicht das Genick? Wir haben wieder kommt. Chef! Kucko, hallo! Okay, beim Video, ciao! Den doppelten Boden. Das hier ist der UMC Charger von Tesla. Sprich, damit können wir an der Aussteckdose und am Drehstrom zu Hause laden. Das hier ist Typ 2, kennt man eigentlich von den herkömmlichen öffentlichen Ladesäulen, die es jetzt innerstädtisch gibt. Wenn wir mal hier reingucken, ist das Ganze wirklich tief. Wir haben hier links noch so eine Seitentasche. Die ganze zweite Sitzbank ist auch komplett umklappbar. Gucken wir vorne mal rein. Vorne sieht es nach Porsche aus auf jeden Fall. Hier natürlich Warndreieck, Weste und sowas drin. Ja, ist jetzt vorbildlich. Nicht riesig, aber viele verpacken da halt die Ladetechnik, weil viele noch wegen der Reichweitenangst wirklich Kabel mitnehmen ohne Ende. Da liegen zig Kabel drin, die man eigentlich nie braucht. Deswegen packen die meist vorne rein. Ich habe das so kennengelernt, dass die Sachen, die ich vorne reingepackt habe, dann auch nie wieder gesehen habe. Willkommen bei unserem neuen Channel. Abschließend nochmal zu sagen, wir haben jetzt ein paar Features vorgestellt. Vielleicht könnt ihr uns einfach mal ein bisschen Resonanz geben. Was haltet ihr davon? Findet ihr das innovativ? Dann wollen wir uns gerne nochmal bedanken für die Resonanz, die es bis jetzt schon gegeben hat. Also wirklich danke für die Vielzahl an Klicks, die wir doch schon erreicht haben. Hatten wir nicht mit gerechnet. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like, teilen. Ihr kennt die Geschichte. Vielleicht möchtest du noch was sagen? Nee, Bruder, du hast schon alles gesagt. Ja gut, dann bis zum nächsten Mal, ne? Ja, okay, gut. Peace.